Yo, YouTube, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einer neuen GTFFP-Folge. Wir sind wieder bei der Werkstatt KW, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr übersteht die ganzen Tage. Es ist kalt geworden. Aber, Leute, wenn ihr Bock habt auf noch mehr solcher geilen GTA-Videos, lasst gerne ein Like, abonniert, Channel, Glocke aktivieren. Wir werden heute wieder arbeiten und schön dick Geld machen, ja? Ich habe mir überlegt, Leute, es wird Zeit, Anzeigen zu stellen, ja? Weil wir haben die krassesten Autos. Wir haben jetzt Werbung bekommen. Die Formel 1 haben wir alle schon verkauft für Geld. Aber wir müssen unbedingt an mehr Leute irgendwie rankommen. Und das geht vielleicht am besten, indem wir einfach online Anzeigen stellen. Ich einfach, was weiß ich, Leute, wer, oh, oh, wow, was ist das denn für ein Auto? Oder der parkt direkt an meiner Werkstatt, glaubt, er mir direkt getötet hat. Schönen guten Tag, der Herr. Ja, sehr mega, der Kini. Also, guten Tag, Herr. Ne? Ja, ich bin ein Tag. Businessman, ne? Und ich habe gehört, Sie haben hier ein paar Fähigkeiten, ne? Kann das sein? Ja, klar, ich mache ihn auf. Wollen Sie den getuned haben? Ich kann ihn gerne tunen, schön sauer machen, ne? Ein bisschen Leistungssteigerung. Nee. Ich habe da auch mal gehört, Sie haben geschafft, ein springendes Auto zu machen, ne? Oh, ja, das habe ich mal geschafft. So, jetzt können wir gehen kurz rein. Das bleibt jetzt unter uns vier Augen. Okay, ja, so, ja, kommen Sie. Also, das haben Sie geschafft, ne? Ja, das stimmt, ich habe es geschafft. Kommen Sie mal rein hier, jetzt können Sie direkt das, mal hier. Das ist auch schön, dass Sie es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Was will der von mir, Leute? Ja, komm, aber dann gehen wir hier ins Büro rein. Ja, setzen uns mal hier kurz hin. Hören Sie mir zu, ne? Ich habe sehr viel Geld, ne? Ja, das freut mich für Sie. Doch, wirklich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, ich brauche ein Auto, was nicht nur springen kann. Ich brauche ein Auto, was fliegen kann, verteidigen kann. Aber wie soll ich das hinkriegen? Soll ich ein Flugzeug ihn bauen? Über Wasser fahren von mir aus. Hey, da muss ich ja. Da brauche ich rein, ich müsste ein Flugzeug holen, ein Boot und ein Auto und noch. Nein. Ich will ein Auto. Ja, hören Sie mir zu, kriegen Sie das hin oder nicht, hä? Also, sowas geht gar nicht. Obwohl, Leute, der Wissenschaftler. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich kann dran arbeiten, wenn Sie wollen. Ich kann es versuchen. Ich gebe Ihnen 20 Millionen. Wenn Sie mir das Auto besorgen. Wie viel geben Sie mir? Können Sie es noch einmal wiederholen? 20 Millionen. Okay. Ah, oh, Leute. Oh, wenn ich das Problem. Eine Minute, ja? Geben Sie das eine Minute zum Nachdenken. Ja, meinen Sie. Oh, Leute. Das sind 20 Millionen, aber ich kann es probieren. Der Wissenschaftler, was nicht funktioniert. Ich muss mir ein Auto besorgen, was ich dann krass mache und so. Da wird Geld verlieren. Ich glaube, wenn der Typ. Vielleicht kriegen wir jetzt so eine Anzahlung. Ich glaube, wenn er mir eine Anzahlung geben würde, könnte ich das vielleicht sogar hinkriegen, aber... Oh, ja, egal, wir probieren es heute. 20 Millionen, das wäre Rente. Der Herr! Yes, hello. Also, ich will ehrlich zu Ihnen sein, ja? Ja, bitte. Weil mir ist das... Wir sind die Kunden wichtig, ja? Und ich will sie nicht enttäuschen. Ich könnte es probieren. Es gibt aber keine 100% Garantie, dass ich es schaffe. Das also, Problem... Ja, Problem geht überstudiert. Ja, aber das Problem ist, wenn ich das probieren würde, ich bräuchte eine Anzahlung, dass... Wie Experimente. Also es ist halt schwierig. Mit wem haben Sie telefoniert? So, was? Ja, also Anzahlung ist raus. Gucken okay. Sie einfach auf Ihren Konto, ja? Ich habe auch keine Zeit für sowas. Alles klar, kein Problem. Ja, kommen Sie einfach morgen wieder. Leute, warte mal. 1 Million? Oh mein Gott, okay, Leute. Er meint das ernst. Der Typ hat Kohle. Der Typ hat wirklich Kohle. Machen Sie es gut? Soll ich halt mit dem Porsche so lange aus? Ich soll den Lambo daraus was machen? Genau. Okay, ja, leihen Sie den Porsche aus. Das ist mein Privatfahrzeug. Egal, Leute. Mit 20 Millionen kann ich mir ganz viele Privatfahrzeuge holen. Okay, Leute, er will, dass das Ding hier gemacht wird. Okay. Ich wäre es gar nicht mal so doof, würden wir uns einen Wissenschaftler holen, den nochmal... Leute, wir müssen nochmal zum Humlabs. Wir müssen nochmal diesen einen Wissenschaftler kriegen. Der hat uns doch hinbekommen, dass das jumpen kann. Und dann soll er uns das auch so hinkriegen, dass das fliegen kann, auf Wasser und sonstiges. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Let's go. Erstmal zum Humlabs, Leute. Oh mein Gott, wir werden reich. Okay, wir sind angekommen im Humlabs. Wir werden jetzt hier wieder parken. So, oh mein Gott, ey, das Auto ist aber ein schönes Auto. Ja, Leute, ich glaube, umso reicher man wird, umso kranker wird man von den Fantasien. Ja, ich glaube, der braucht sowas. Oh, das ist ein Security-Typ. Entschuldigung, ich habe einen Termin mit einem Wissenschaftler. Entschuldigen Sie, kein Durchgang hier, ja? Ist ein Secret, ja, hier rausgehen, Leute, bitte, sofort. Leute, es geht um 20 Millionen, tut mir leid. Es tut mir leid! Leute, den ersten haben wir ausgenockt. Das ist schon mal gut. Da ist noch einer. Okay, wir müssen uns langsam anschleichen. Und er kriegt so eine Schelle seines Lebens, Alter. Und... Okay, der liegt, der liegt. Okay, Leute, jetzt müssen wir diesen Wissenschaftler suchen. Wo ist der? Wo ist der? So, Leute, wir müssen jetzt schnell diesen Wissenschaftler holen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ah, Hände hoch! Hey, entschuldigen Sie, bitte, warum hier? Hallo, machen Sie die Waffe weg, bitte. Ich brauch sie, ich brauch sie. Tut mir leid, mitkommen. Laufen Sie durch. Laufen Sie durch. Wir müssen raus zum Parkplatz. Zum Parkplatz, keine Fragen stellen jetzt hier. Oh, okay, okay. Laufen Sie! Gott hat Ihnen zwei gesunde Beine geschenkt, ja? Oh mein Gott, Leute. Die dürfen nicht schwach werden, die dürfen nicht schwach werden. Nein, ich kann es nicht übers Herz bringen. So, Tor aufmachen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, alles gut. So, Leute, der muss noch ein bisschen länger schlafen. Was wollen Sie denn von mir? Sag's, ich bin doch mal... In den Lambo einsteigen, in den Lambo hier einsteigen. Oh, Mann, Sie müssen doch hier nicht so einen Aufstand machen, Mann. Rein! Wirklich nicht, Mann. Sie können mir doch einfach sagen, was Sie wollen. Bitte lassen Sie mich... Ich hab gehört, Sie haben mal einem Typen geholfen, ein Auto zum Springen zu bringen. Ja, das habe ich. Ich bin ein guter Wissenschaftler. Okay, dann möchte ich, dass Sie dieses Fahrzeug hier einmal hinbekommen, dass es springt, dass es fliegen kann und auf Wasser fahren kann. Nee, das geht nicht. Und unzerstörbar. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Ja, was soll ich? Das Zauber oder was? Hey, Sie haben doch hinbekommen, dass das Auto springen kann. Wie soll das denn funktionieren? Ja, das war ja einfach mit einer Superfederung. Ja, aber... Aber das, Sie reden ja hier von Superkräften. Ja, dann machen Sie doch irgendwas. Sie sind doch so ein Superwissenschaftler. Ist mir egal. Mir geht's hier ums Geld. 19 Millionen. Oh, ich will Sie... Also, ich kann Ihnen eine Waffe geben, aber die Superkräfte müssen Sie besorgen. Aber wie soll ich denn Superkräfte besorgen? Wer hat denn Superkräfte? Ja, Superhelden. Ja, aber wo soll ich die finden? Ja, was wollen Sie von mir eigentlich? Soll ich Ihnen noch Näpfchen geben? Okay, ich glaube, Sie wollen... Schnuller, mal... Okay, aussteigen, aussteigen. Aussteigen! Schnuller? Oh, entspannen Sie sich. Ich meine das doch gar nicht so wirklich. So. Oh, ja, okay, ich weiß, wo ein paar sind. Ja, geht doch. Geben Sie mir die Koordinaten doch einfach. Ja, mehr muss man nicht machen. Die Koordinaten sind x, y, z, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 4. Ich werde es bereuen. Schicken Sie mal, tun Sie bitte alles hier drauf, ja? Hier. Ja. Einfach eintippen. So, also ich tippe das halt mal hier ein. Und ja, vergessen Sie nicht die Waffe. Ja, wo ist die Waffe? Die ist in meiner Hose. Ja, geben Sie mir die bitte. Okay, da ist sie. Boah, okay, warten Sie. Boah, und was mache ich dann hiermit? Was soll ich dann machen genau? Du schießt das Auto ab, das saugt die Kraft ab und dann besorgst du das andere Auto und schießt es in das andere Auto. Nee. Oh. Ja, super. Jetzt habe ich die Kraft von dem Auto rausgeholt. Ja, das wird aber keine Kraft haben. Vielleicht 2 PS oder so. Okay, verstehe. Ich verstehe. So, viel Spaß. Ich ja, alles klar, danke Ihnen. Fahren Sie mir doch zurück. Nö. Hallo? Machen Sie es gut. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Tschüss. Okay, Leute. Also mit dem Auto müssen wir auf die Superhelden schießen, auf die Autos von denen. Und die Kräfte drauf. Was, wenn wir die Superhelden selber drauf schießen? Boah, das ist auch eine Frage, Leute. Wie kann ich das Auto da schon auch nochmal verbessern? Okay, was wir brauchen ist, er will viele Kräfte haben, ja? Wir müssen fliegen, springen, auf Wasser und es muss unzerstörbar sein. Das Springen, das kriegen wir vielleicht so noch hin mit der Superfederung, hat er erzählt. Okay, das würden wir noch hinkriegen. Leute, wisst ihr was? Wir werden auf dem Weg, Leute. Wir gehen zum ersten Koordinaten und werden zum ersten Superhelden schnappen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich gebe nicht auf. Ich brauche das Geld. Let's go. Okay, Leute, wir sind gleich an Koordinaten. Müssten wir jetzt noch... Oh mein Gott. Pass doch mal auf, du Trottel. Okay, wir müssen jetzt hier wohl vorbeifahren. Hier links. Nicht. Nein, wir sind eins zu früh links. Leute, wir sind eins zu früh links. Oh, da seht ihr? Meine Minimap ist ein Haus abgezeichnet. Oh, Leute, vielleicht hier... Hier ist es. Okay, wir müssen irgendwie rein. Welcher Superheld könnte hier sein, Leute? Und vielleicht hilft er mir. Vielleicht hilft er mir. Oh mein Gott, das ist Batman. Hey. Batman. Ich bin ein großer Fan von dir. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was? Wenn du jetzt, guck mal, wenn ich dich jetzt fragen würde, ne? Deine Superkraft. Ja. Ist sie in deinem Anzug drin oder ist sie in deinem Auto drin? Beides. Dürfte ich mir die ausleihen? Nein. Ach komm, Batman, hilf mir, ich kann gut Geld damit machen. Nein, ich muss die Stadt beschützen. Ich zahle dir auch eine Million. Geld. Ich muss Menschen... Ey, guck dich mal hier um, Alter. Ich bin super reich. Mich juckt dein Scheißgeld nicht. Ich bin hier, um Menschen zu beschützen. Ey, du bist nicht hier, um Menschen zu beschützen. Wann hast du das letzte Mal jemanden gerettet, hä? Warte, wie wär's denn mit... Du bist voll böse. Ich hab dir eine Bombe gegeben und jetzt hebe ich dich auf und trag dich los. Jetzt hab ich dir geholfen. Ey, mein Auto! Ich will mein Auto noch haben. Ich fahr weg. Nee, jetzt gehört zu mir. Was, Leute? Er klaut mein Auto? Batman, Digga, ey, du legst dich lieber nicht mit mir an, das gibt Ärger. Oh. So, hier kannst du... Wie hat er mich weggeschmissen? Aua. Seh ich die Knochen mal hier, mach ich dich fertig, ja? Oh, Leute. Das tat weh. Aber okay, hey, neues Auto. Nee, das wird er mir zu büßen. Das wird er zu büßen bekommen, Leute. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Okay, Batman, du willst dich mit mir anlegen? Ja, okay. Du willst mein Auto klauen? Kein Problem. Ich kenne dieses Anwesen, Leute. Hier waren wir schon ein paar Mal drin. Gar kein Problem. Okay, Leute, hier hinten links an der Tür. Das Problem ist, wir müssen irgendwie gestoppt werden, Leute. Ich werde es mal versuchen mit einem Elektroschocker. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie geschockt. Mal schauen. So, let's go. So. Okay, dann chillt er. Was macht er da auf deinem Auto? Gib mir die Energie, die ich brauche. Geil, jetzt hier Energie. Ich muss ihn auch stoppen. Okay, Leute. Auf eine Million Volt. Energie. Spür das! Oh, es funktioniert sogar.
Oh, okay, wir haben gut gefunden. So, die Schnauze. Halt die Schnauze. Ich hab doch gesagt, dass wir dich anlegen sollen, oder? Ich werd dich holen, ich werd dich holen. Weißt du, was lustig ist, Batman? Wasser und Elektrizität. Das passt ganz gut zusammen. Ha! Okay, Leute, jetzt heißt es, wir müssen Energie rausziehen aus seinem Anzug. Batman, nein, selber nein, schuld! Ah! Okay, Leute, das hat vielleicht was gebracht, Okay, Leute, oh mein Gott, die Waffe ist voll am... Hört mal. Die lädt sich voll auf. Oh mein Gott, Leute, jetzt aus dem Auto was rausziehen, Let's go! Und Energie! Oh mein Gott, Leute. Und jetzt heißt es, die Energie zurück in mein Auto reinpumpen. Let's go! Und Schalter umgedrückt. Oha. Aber hat sich was geändert, Leute? Hat sich hier irgendwas geändert? Das Auto fühlt sich so massiv an. Okay, Leute, lass uns das mal ganz kurz ausfinden. Jetzt bin ich mal gespannt, was kann sein Auto denn alles? Lass uns mal Platz hier, mein Freund! Oha. Oh, ich habe keinen Schaden genommen. Wartet mal. Kann es sein, dass mein Auto jetzt robust ist? Hä? Ich nehme einfach keinen Schaden. Und raus hier! So. Oh mein Gott, Leute, das Auto ist nicht mehr zerstörbar. Aber das müssen wir irgendwie testen. Leute. Wie machen wir das am besten? Genau, ich hab da Bomben dabei. Jetzt wollen wir ganz kurz mit Bomben schön draufhalten. Leute, was man nicht alles tut, um 20 Millionen zu verdienen. Okay, wir steigen ein. Okay, Leute, wenn das schief geht, dann bin ich weg. Leute, drückt mir die Daumen, drückt mir die Augen, ich glaube an alles. Oh mein Gott, das Auto ist nicht mehr zerstörbar, Leute. Es ist nicht mehr zerstörbar. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und können wir jetzt damit vielleicht auch springen? Und jetzt wird... Wow! Es kann springen, Leute. Aber es kann nicht fliegen. Okay. Egal, Leute. Das heißt, die Waffe funktioniert. Was der Wissenschaft uns gegeben hat, das funktioniert alles. Wir können vielleicht wirklich ein Superhelden-Auto bauen, Leute. Aber ich würde sagen, als erstes müssen wir dann zu dem nächsten Superhelden fahren, Leute. Die Koordinaten sind drin. Entschuldigung. Und dann heißt es... Die nächsten Kräfte klauen, Leute. Let's go! Okay, Leute, das Navi zeigt mir an, irgendwie, ich muss links hier hoch. Ihr habt gerade gesehen, da unten in der Minimap. Warte mal, ich fahre ein Stück zurück. Seht ihr das? Okay, warte mal, ich versuche irgendwie hier auf den Berg kurz hochzukommen. Und hoppala! Oh, da blinkt immer wieder was in der Ecke. Da, Leute, seht ihr das? Da blinkt die ganze Zeit irgendwas. Und hoppa! Oh, okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall bereit, diesen Typen zu zerstören. Wer auch immer jetzt hier ist, Leute, der wird keine Gnade kriegen. Aber vielleicht hilft er mir. Vielleicht ist es nicht so Batman, Leute. Ihr dürft nicht vergessen, Batman ist so ein Anti-Held-Typ, so. Egal, nehmen wir uns mal kurz jetzt hier schnappen, Alter. Ich kenne hier gar nichts mehr, Alter. Ich brauche diese 20 Millionen. So, let's go. Oha. Hey. Wer schießt auf mich? Oha. Das ist das Anwesen von Superman. Superman, ich brauche deine Hilfe. Warte, Superman hilft jeder. Oha. Wie hoch ist der denn gerade gesprungen? Oha. Okay, ein bisschen harte Landung. Boah, Superman. So, du brauchst meine Hilfe. Genau, Superman. Ich brauch, wie soll ich das sagen, deine Superkräfte in meinem Auto? Kein Auto, kein Mensch vermag es, meine Kräfte aufzunehmen, ohne daran zu sterben. Ich bin super schnell. Ich kann super hoch springen. Und das Wichtigste ist, ich kann fliegen. Boah, der fliegt da einfach. Ich bin die Leute, mein Auto ist unzerstörbar. Superman! Ja. Ich habe eine kleine Wette. Hättest du Lust? Ja. Ich sage, du schaffst es nicht, mein Auto kaputt zu machen. Mein Auto hat mehr Superkraft als du. Und wenn du gewinnen solltest, dann mache ich alles, was du willst. Mir egal. Es gibt keinen Einsatz. Aber wenn ich gewinnen sollte, darf ich mir deine Superkräfte ausleihen. Und dein Auto. Kaputt gemacht. Okay. Und dann versuch dein Glück. Wenn ja, du mich dann in Ruhe lässt, bleib am besten etwas hinten hier. Ich glaube, das wird gleich hier sehr, sehr krass werden. Ah, Leute, das wird jetzt geil. So, dann gucke ich mir das ganze Ding hier mal an. Okay. Was ist denn der Anlauf? Kein Problem. Ja, nein, ich habe mir das Ganze nur angeschaut. Dann machen wir erstmal meine super Laserstrahl. Der Falle drauf, es passiert aber nichts. Es passiert nichts. Okay, ich muss ehrlich. Weißt du was? Ich bin so versichert, dass nichts passieren wird. Oh, hast du die Bomben dran gemacht? Nein. Oh, gut, aber Leute, guck mal, mach keine Sorgen. Ja, komm, mach weiter, versuch doch mal dein Glück. Ich hab sogar keine Angst. Wie, du willst da drin bleiben? Ja, ich bleib da drin. Du schaffst eh nix. Okay, warte, ich komm von oben mit meinem Superflug angeflogen. Boah, Leute, was macht der? Boah. Das hat irgendwie gar nichts gebracht, Mann. Okay,
warte, das ist noch nicht alles. Ich kann nicht, warte, bleib stehen. Ach, soll ich euch stehen bleiben? Ach, gerne. Stehen, was hat der vor, Leute? Der hat gar keine Chance, Alter, wie geil. So. Super Punch! Oha! Das lebt immer noch dieses Ding hier. Scheiße. Hey, du bist so schlecht, Superman. Du bist so schlecht. So, wo ist mein Auto jetzt? Ich will dein Auto haben. Ja, ist ja okay, du kriegst dein Auto. Warte hier, ich geh's holen. Ja, warte, das Urlaub, wir warten nur. Was ist das für ein Auto? Das geht ja gar nicht kaputt, Alter. Versuch dein Glück, mein Lieber. Guck mal, der ist voll verzweifelt. La 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 la. Boah, regnet's oder so? Ich spüre irgendwie Regentropfen bei mir. Boah, Leute, wie lange braucht denn der? Oh, da ist der. Oha. Na, Batman. So. Ich bin Superman. Meine ich doch. Digga, ja, ich habe eben Batman auch kaputt gemacht. Alles klar, ich werde mir die Kräfte ausleihen. Das hier ist das Auto, aus dem ich meine Kraft nehme. Okay. Es gibt mir die Möglichkeit zu fliegen. Okay, dann würde ich mal sagen, es tut mir leid, Superman. Aber bringen Sie mir bitte später wieder zurück. Nein, das bleibt eigentlich hier. Superman. Ich will jetzt erste Kraft aus ihm rausziehen. Dankeschön. Ah! Oh. Und als nächstes, Leute, das Auto! Oh mein Gott. Nein, mein Auto. Und... Ah! Okay, Superman, ich danke dir, ja? Okay, Leute, ist ausgelockt. Okay, Leute, es geht los! Oh mein Gott! Es kann fliegen! Nein. Leute, es kann einfach fliegen! Oh mein Gott, wir haben die Superkräfte für Superman einfach geholt! Und Leute, wisst ihr was? Es funktioniert mit dem Fliegen, aber... Den Flugmodus kann man ein- und ausschalten. Das heißt, wir fahren jetzt zum nächsten bisschen. Wir fliegen jetzt zum nächsten Superhelden. Und werden jetzt dann seine Kräfte auch noch holen, Leute. Oh mein Gott, was wird das? Okay, Leute, wir sind angekommen. Es soll da wohl sein, Leute. Wisst ihr was? Ich werde den Flugmodus wieder deaktivieren. Okay, Leute, wir haben den Flugmodus deaktiviert. Und werden jetzt ganz normal dahin fahren, Leute. Oh mein Gott, das ist so geil, dass wir einfach die Superkräfte an- und ausmachen können. Aber die Unzerstörbarkeit bleibt, Leute. Deswegen einfach mal hier. Wow, wow. Und Leute, hier muss doch irgendwo ein Superhelden. Oha, was fällt da runter? Oh. Spider-Man. Leute, wie kriegen wir den am besten? Warte mal. Wieso muss ich den eigentlich überreden? Ich kann ihm doch direkt eine Kraft klauen. Entschuldigung! Oh, ein Schuss, direkt beide Kräfte geholt! Oh mein Gott. Entschuldigung, Spider-Man. Aber erstmal die Kraft jetzt hier rein. Let's go! Okay, was hat das? Okay, warte mal. Die Reifen haben sich irgendwie verändert. Oh, das müssen wir testen, das müssen wir testen. Oh mein Gott, wenn das ist, was ich denke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, komm, wir testen's. Oh, oh mein Gott, wir können auf Wasser fahren, Leute. Die Spinnennetze, die verwickeln sich um die Reifen und da halte ich mal fest und deswegen kann ich über Wasser fahren. Oh, wie geil ist das denn? Und wir können sogar noch jumpen. Leute, das ist fertig, Leute. Wir rufen mal schnell den Typen an, dass sein Auto fertig ist. Leute, wir rufen den Typen an, sein Auto ist fertig. Let's go. Hallo? Ja, guten Tag, hallo. Ja, wunderschönen guten Tag, Ihr Auto ist fertig. Kommen Sie? Super, ja, ich komme jetzt dann das abholen, ne? Ja, bis in 10 Minuten. Bis in 10 Minuten, ja, alles klar. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Das sind 20 Millionen. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir fahren jetzt alle erstmal direkt zur Werkstatt, Leute. Ich bin so hyped. Oh mein Gott, Leute. Wir parken das hier, da kann der Typ das direkt rausfliegen, Alter. Oh Gott, hoffentlich kommt der jetzt. Und diese Knarre werden wir auf jeden Fall behalten, Alter. Ey, wenn ich mal irgendwann wieder Stress habe, dann kann ich die Waffe benutzen dafür. Hallo, der Herr. Oh. Hallo, kommen Sie mit. So, haben Sie es geschafft? Ja, oder? Ja. Steigen Sie ein. Ja, fahren Sie mich mal. Zeigen Sie mir die Fähigkeiten. Ich zeig's Ihnen, ja. Erklären Sie mir alles, ja. Einsteigen. So, als allererstes, das Auto ist unzerstörbar. Okay, super. So, das kann ich Ihnen ganz kurz... sogar... Denken Sie mal, als ob ich das machen würde, um Ihnen zu beweisen. So, passen Sie mal auf, ja? Ja. Sagen wir jetzt mal, ich platziere hier ein paar Haftbomben. 2, 3. Okay. So, was passiert, wenn ich jetzt zünden würde? Wir sterben. Oh. Also, der Typ will uns abschießen. So, machen wir kurz Ding daneben dann hier. Und tschüss. Okay. Okay, es geht nicht kaputt, oder? Jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, ja? Stellen Sie mal vor, dass wir hier einen Stau. Ja gut, dann wissen Sie, wie ich damit umgehe. Ich fliege einfach oben drüber. So, fliegen kann das Fahrzeug auch mehr her. Vorsichtig. Und wenn Sie mal keine Lust haben auf Fliegen oder so, ne? Weil das gibt's ja, ne? Dann gehen wir ganz kurz hier hin. Oh mein Gott, stellen Sie mal vor, dass der Flugmodus... Nein, ich glaube, der ist am Einbrechen. Oh mein Gott, wir stürzen ab. Nein, wir fallen voll ins Wasser. Nein. Ach ja, stimmt, ich kann auf Wasser fahren. So, habe ich Ihnen zu viel versprochen, der Herr? Sie haben es geschafft. Ich habe es geschafft. So, jetzt ist nur die Frage, schaffen Sie es auch, die Überweisung zu machen? Ja, klar. Also Moment mal, hier die Überweisung ist sofort gucken wir Ihr Konto an. Oh mein Gott. Danke Ihnen für vielmals, ja, der Herr? Oh mein Gott, ja, Leute. Ja, kein Problem. Alles klar, dann lassen Sie das Auto hier stehen. Ja, ich lasse das hier, ja?
Alles klar. Machen Sie es gut. Leute, wir haben gerade 20 Millionen verdient. Oh mein Gott, wir haben die Superheldenkräfte einfach geklaut. Leute, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Video, Leute. Ey, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren, Leute, und schreibt mal in die Kommentare rein. Sollen wir noch mehr Superhelden die Kraft rausholen und noch einen super duper Kampf rauszumachen, Leute? Lasst mich gerne wissen, checkt die Jungs in der Videobeschreibung ab. Bis zum nächsten Video, euer Abi. Ciao.